Sehnsucht nach einer heilen, unberührten Welt ist vielen Menschen vertraut. Irgendwie ist eine unberührte Natur mit ihren Tieren und Landschaften Symbol für dieses Verlangen. In einer rastlosen Zeit suchen wir beständig nach dem Paradies, in fernen Ländern, an weißen Stränden, auf einsamen Inseln. Es gibt eine Stelle, eine Insel, unter ganz wenigen auf dieser Erde, die vielleicht das Paradies ist. Die Seychellen. 115 Inseln. Ein paar Grad südlich des Äquators im Indischen Ozean. Fregatte Island, etwa 55 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé gelegen, eine von den 73 Granitinseln des Archipels. Aus dem Bordbuch eines französischen Schiffes, wir schreiben das Jahr 1742, zerklüftete Berge, türkisfarbene Lagunen, die sanftesten Buchten, die lieblichsten Strände, Juwelen im Meer. Wahrhaft das Paradies. Fregatte Island kann man zu Wasser erreichen oder aus der Luft. Die Schönheit dieser Insel lässt den Atem stocken. Üppige Vegetation in strahlendem Grün. Kokospalmen sind eindrucksvolle Motive zum Fotografieren und Filmen. Doch es sind wahrscheinlich Pflanzen, die es hier vor der Ankunft von Menschen nicht gab. Sofort fällt die wilde Brandung auf, die unaufhörlich an der Insel nagt. Wer im Hafen ankommt, findet Tore, Barrieren, Hindernisse. So leicht kommt man nicht ins Paradies. Was an Gütern ankommt, muss durch Schranken. Zäune, engmaschig und hermetisch. Sanfter Wächter über dieses Paradies hinter Zäunen ist dieser Mann, Steve Hill, Ecological Manager von Fregatte Island. Oberster Naturaufseher über eine Insel von 2 Quadratkilometern. Steve befindet sich gerade auf einem seiner täglichen Kontrollgänge. Dazu gehört das ständige Kontrollieren der Zäune. Denn dieses Naturparadies kann nur bestehen, wenn Eindringlinge, insbesondere tierische Eindringlinge, ferngehalten werden. Jegliche tierische Invasion von außen könnte verheerende Folgen haben für das einmalige, hochsensible Ökosystem dieser Insel. Steve lässt nichts durchgehen. Er überzeugt sich selbst vom intakten Zustand seiner Sicherheitseinrichtungen. Steve erzählt von seiner Arbeit und Leidenschaft für den Naturschutz. Die Arbeit im Naturschutz ist für mich schon immer eine Leidenschaft gewesen. Und Fregatte Island ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, diesen Traum auch zu leben. Und seit etwa 5 Jahren arbeite ich an diesem Projekt mit. Der Blick von oben, die Insel ist hügelig, zeigt, wo Land in Meer mündet. Felsen drängen sich durchs Grün. Neben felsigen Küstenabschnitten finden sich auch zahlreiche sanfte, sandige Buchten.
Was hier nach Anpflanzung aussieht, nach Wiese mit frischem Grünzeug, nach einer Weide, ist auch eine. Doch wer an Kühe denkt, hat sich getäuscht. Hier weiden andere Tiere, Riesenlandschildkröten. Sie muten an wie Tiere aus grauer Vorzeit. Ihre Vorfahren lebten schon vor ca. 250 Millionen Jahren auf unserer Erde. Alles nur Vorurteile, von wegen kaltblütigem Reptil. Vielmehr Wesen mit einer eigenen Persönlichkeit. Fregatte Island ist eine Heimat für diese Schildkröten. Steve erzählt, wie man diese Insel fand. Wahrscheinlich waren Piraten die ersten, die sich auf Fregatte Island Ende des 17. Jahrhunderts niederließen. Der Grund war, dass die Insel ihnen eine sichere Zuflucht bot. Und sie hatten das ganze Jahr über Trinkwasser. Sie hatten hier Holz für den Schiffsbau, es gab frisches Fleisch in Form von Schildkröten und vor allem war es für sie ein perfektes Versteck. Fregatte Island ist eine Insel, deren Strände vielleicht zu den schönsten dieser Erde zählen und einer Natur, die ihresgleichen sucht. Noddy-Seeschwalben kommen zahlreich auf die Insel und nisten und brüten in den Bäumen des Urwaldes, unweit vom Strand. Sie verbringen den größten Teil ihres Lebens in der Luft. Es sind Seevögel, die nur zur Brutzeit an Land gehen, um dort ihre Jungen aufzuziehen. Am Boden finden sie ihr Nistmaterial. Manche der Vögel haben sich schon gefunden und auch den Platz für das künftige Nest. Die riesigen Aldabra-Landschildkröten, die auf Fregatte leben, lässt das Brutgeschäft und das ständige Geschnatter der Noddys völlig kalt. Dieses Prachtexemplar hat sich heute für ein Schlammbad in einem Wasserloch entschlossen. Der Panzer des Tieres, das wahrscheinlich 70 bis 100 Jahre alt ist, zeigt Spuren von Einschlägen herabgefallener Kokosnüsse und Noddy-Abfällen. Schlammbad beendet. Die Schildkröte zieht weiter. Er ist das Juwel dieser Insel, der Magpie Robin, die Elsterdrossel. Gern hält sich der Vogel in der Nähe der großen Landschildkröten auf. Wenn sie bei ihren Gängen den Boden roden, ist er sofort da, immer auf der Suche nach etwas Fressbarem. Früher waren diese Vögel auf vielen Inseln der Seychellen heimisch. Doch dann wurde der stattliche Vogel mit seinem typisch metallisch-blau glitzernden Gefieder und den hellweißen Seitenstreifen überall ausgerottet, außer auf Fregatte Island.